Gleich um die Ecke, wirklich ganz nah, passieren Bing Missgeschicke und Flop ist auch da. Nun aber. Oh. Nicht schlimm, Flop. Das war doch nur ein Missgeschick. Stimmt. Nur ein Missgeschick. Susu ist das bestimmt auf. Ja, genau. Aber benimm dich und es keine Autos, Susu. Ist gut. Also gut. Drückst du auf den Knopf, Bing? Ja. Los geht's. Los, 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 los. Danke, Bing. Hüpp. So, nun aber endlich eine Tasse guten Kaffee. Bedank dich bei Flop für den guten Kaffee. Dankeschön, Flop. Ich hab's gefunden. Oh, Menno. Charlie. Charlie, das ist mein Spiel. Menno, bitte mach, dass er hier weggeht, Flop. Ich kann ja da drüben ein Charlie-Spiel mit ihm spielen. Ja. Na gut, aber ich muss dann bei ihm bleiben. Gut, dann kann ich in Ruhe Parker spielen, ohne dass Charlie alles kaputt macht. Ist gut, Bing. Und wenn du es dir anders überlegst, kannst du bei uns mitspielen. Ich spiele mein Spiel und Charlie spielt seins. Komm mit, Charlie. Wir gehen darüber. So, fertig. Oh. Und lumps. Lumps. Ah, wer kommt denn da? Ich bring euch die Kartoffel. Ah. Plumps. Plumps. Charlie mag das Spiel. Alles ist bestens, Bing. Das Na, zieht fast. Nicht. Ja, fast. Oh, hier ist gleich nochmal. Ich schaff das schon. Hula. Oh, jetzt kann Hula. Ich es. Hula. Hast du es gesehen, Flo? Oh, ja, ich hab's gesehen, Bing. Eins, zwei. Zweimal. Und ich hab's dir beigebracht, Bing. Ich schaff noch mehr. Hula, Hula. Ja. Oh. Aua. Alles in Ordnung, Bing? Oh, Bing. Oh, weia. Oh. Du hast Holly zerknickt. Oh, oh nein. Mein Holly. Oh je. Er war so ein toller Reifen. Oh, es tut mir echt leid, Coco. Das war wirklich keine Absicht. Ich weiß, dass es keine Absicht war, aber er ist trotzdem kaputt. Flop, mach ihn wieder heil. Hm. Machst du das bitte, Flop? Hm, lass mal sehen. Hopp. Ich werde den großen Knick wohl nicht herausbekommen. Oh, aber dann kann ich ja nie mehr mit Holly spielen. Ja, ich weiß, das ist sehr schade, Coco. Oh. Mit dem Tunnelreifen kann man immer noch spielen. Soll ich mal versuchen, ob man noch Hüpfreifen spielen kann? Oh, das geht. Holly, kannst du immer noch zum Hüpfen nehmen? Ja, das stimmt. Hüpf drinnen, hüpf raus. Versuch's mal, Coco. Na
gut. Hüpf rein, hüpf raus, hüpf rein, hüpf raus. Oh, das geht ja auch ganz schnell. Großartige Sprünge, Coco. Versuch doch mal das. Toll, Flop. Jetzt ist Holly ein Durchspringreifen. Du kannst toll springen. Du musst aber gut aufpassen. Ich pass immer gut auf. Oh weh, fang ihn! Oh, Knolli! Oh nein, Knolli! Guck mal, wir haben Knolli kaputt gemacht. Bing? Was ist denn los? Seine Nase ist abgebrochen. Ach du Schreck. Wo ist die Nase? Oh, ich hab die Nase gefunden. Oh ja! Jetzt können wir Knolli reparieren. So. Sie hält nicht mehr, Bing. Knolli ist kaputt. Das war doch nicht mit Absicht. Seht nur, ich habe noch viel mehr Kartoffeln. Oh je, was ist mit Knolli passiert? Wir haben nicht aufgepasst. Er ist kaputt. Ja. Was sollen wir denn nun machen? Nun? Bitte wirf Knolli nicht weg. Ich werfe ihn nicht weg. Aber denk daran, Kartoffeln halten nun mal leider nicht ewig. Wisst ihr, vielleicht findet sich doch noch was. Kann ihm eine neue Nase wachsen? Das geht leider nicht. Aber erinnert ihr euch noch, wie die Kartoffeln gewachsen sind? So wie du und du? Also, wenn wir Knolli einpflanzen und seine Knollennase auch, dann wachsen daraus neue Kartoffelknollen. Wartet, einen Augenblick. Arme Knollennase. Knolli. Hier, steck Knolli in diesen Topf rein und seine Knollennase in den hier. Wird es Ihnen da drin gefallen? Ja, Sie haben es bestimmt mollig warm in der Erde. Knollig, mollig. Wir werden uns gut um Sie kümmern. Und zwar jeden Tag, dass Sie schön wachsen. Ja. Na, dann ist ja alles bestens. Und für dich auch, Sula. Kaputt, Flop. Ja, ich seh's, Bing. Oh ja, das ist schade. Das war eine tolle Lok. Das stimmt. Es scheint so, als seien Loks nicht fürs Fliegen geschaffen. Mach sie wieder heil, Flop. Ich kann's mal versuchen. Ich repariere sie. Zeig mal. Oh, es geht nicht. Die ist echt im Eimer. Jetzt ist es ja verklemmt und der Schornstein geht nicht rein. Oh, aber hier passt er. Hier. Was ist mit den Rädern, Bing? Sie braucht gar keine Räder mehr. Was soll das sein? Das ist gar keine Lok mehr. Nicht? Oh, also was ist es denn dann? Es ist eine Rakete. In der Tat. Eine Rakete. Jetzt ist die Lok eine Rakete. Das ist doch bestens, Bing. 5, 4, 3, 2, 1. Abflug! Sieht sie aus wie eine richtige Burg. Richtig. Ah, da ist ja mein Schlüssel. Oh, Pando. Oh nein. Alles in Ordnung? Pando. Meine schöne Sandburg. Komm, ich zieh die dich hoch. Die war gerade fertig. Und das war doch die größte Sandburg aller Zeiten.
Tut mir leid, Bing. Ich wollte nur meinen Schlüssel holen. Aber das ist doch die Turmspitze. Die gehört oben drauf. Und jetzt ist meine Sandburg kaputt. Du hast uns doch so viel Sand gebracht, Pando. Und die Sandburg ist doch immer noch da, Bing. Wo? Na hier. Wir müssen einfach nur was oben drauf bauen. Oh, ich helfe mit. Ich nehme Karls Kippe. So sind wir ruckzuck fertig. Bereit? Dann los! Pando, diese Sandburg ist noch viel höher als die davor. Ja. Oh ja. Schnell, da hinten kommt Paula. Ja. Jetzt noch die Verzierung. Stimmt. Hier, für dich. Danke. Aber wir haben nichts Spitziges. Ich hab was Spitziges. Toll. Dankeschön, Pando. So, jetzt ist die Burg fertig. Oh, was für eine tolle Sandburg. Guck mal, wir haben die größte Sandburg aller Zeiten gebaut. Wirklich beeindruckend. Los, bauen wir noch eine. Ja, wir bauen noch eine. Noch eine. Oh, was für eine tolle Sandburg. Und los. Ich rolle. Guck mal, Flo. Ja. Nicht so schnell. Ach, nein. Bing. Ui, ich bin schon da, Bing. Das war viel zu schnell. Nicht so schlimm, ist doch halb so wild. Ich fand's aber schon schlimm. Armer Bing. Sind die Knie noch heil? Ja. Und die Arme auch? Ja. Ein bisschen tut's weh. Es ist zu schnell gerollt. Das stimmt, es fuhr wirklich schnell. Der Krankenwagen. Pando. Komm schon, Bing, steig in den Krankenwagen. Der Krankenwagen fährt auch nicht zu schnell. Ein bisschen schnell schon. Pando. Schon klar, auf keinen Fall zu schnell. Na, was meinst du? Na gut. Alles einsteigen. Sehr gut. Das machst du toll, Pando. Gleich sind wir da. Gut gemacht. Willst du gleich noch mal fahren? Nein. Ich fall doch nur. Am Anfang fällt doch jeder mal hin, Bing. Genau. Ich bin oft gefallen. Ich hatte überall blaue Flecken. Einer war hier. Einer hier und einer hier. Sogar hier. Pando. Willst du es noch mal versuchen? Hier, wo der Weg flach ist, rollt es auch nicht so schnell. Ich versuch's. Aufs Brett? Beugen. Die Arme? Abstoßen. Guck mal, Flo. Wie ich rolle. Ja, das machst du bestens, Bing. Hui. Skateboard fahren, das ist Bings Ding. Darf ich bitte draußen spielen? Bitte. Aber ja, gute Idee. Komm mit, Bing. Möchtet ihr vielleicht eine Tasse Tee, Anna und Flop? Ja, sehr gerne. Das klingt verlockend. Komm mit raus, Cressy. Draußen gibt es ganz viel Licht. Oh, Cressy, du bekommst auch Wasser. Was machst du da, Bing? Amma hat gesagt, Cressy braucht viel Wasser, damit seine Haare wachsen. Und deshalb gebe ich ihm Wasser. Oh. Hier kommt Wasser, Cressy. Oh nein. Cressy, nein. Oh. Ist Cressy was passiert? Oh je. Oh nein. Bings Ei ist zerbrochen. Wie ist das passiert? Ich wollte doch nur, dass Cressys Haare schneller wachsen. Armer Cressy. Ich hab ihm ganz viel Wasser mit dem Schlauch gegeben. Oh, vielleicht war es etwas zu viel Wasser für ihn. Ja, kann man ihn reparieren, Amma?
Nein, tut mir leid, Bing. Er ist leider viel zu kaputt dafür. Dein Cressy ist kaputt, aber die Samen sind noch heil. Und wenn er einen neuen Eierkopf macht? Möchtest du, Bing? Ja, bitte. Na gut. Ja! Ja, lass ihn rum, Bing! Komm schon! In Ruhe abwarten. Das ist Bings Ding. Seht ihr die Haare? Da, gewonnen! Ich darf suchen. Gut gemacht, Bing. Jetzt wird's wohl Zeit. Los, 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 los. Du darfst jetzt suchen. Spielen wir gleich weiter. Bing fährt jetzt erstmal mit der Toilettenbahn. Mama, Bing hat eine Pipi-Pfütze gemacht. Mach dir nichts draus, Bing. Ist doch halb so wild. Lass mal sehen. Das tut mir echt leid. Ich dachte, ich schaffe es noch rechtzeitig. Und dann hast du es doch nicht geschafft. Das ist nicht schlimm, Bing. Alle die Hand heben, die schon mal in die Hose gemacht haben. Oh, ich! Das ist aber schon ewig her. Und Bing, was machst du das nächste Mal, wenn du beim Spielen Pipi machen musst? Tschu-tschu. Und dann? Spielpause! Die Toilettenbahn hat Vorfahrt! Ist ja alles bestens, Bing. Und wo finden wir jetzt trockene Sachen für dich? Ich weiß wo. Hier im großen Fundsachenkorb. Guck doch mal. Toll, eine Unterhose. Danke, Sula. Schick. Und vor allem trocken. Ja! Ach, Pando. Boah! Schick! Jetzt such ich! Ja! 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 Ja, 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 ja! Da, gewonnen! Ich darf suchen! Eintauchen, abstreifen. Oh, es tropft noch ganz schön. Tupf, tupf, hey, tupf, tupf, Bing, deine Farbe tropft auf meinen Baum. Hoppla, dein Regenbogen kleckst aber ganz schön rum, Bing. Flop, mein Regenbogen regnet. Ich seh's. Das Bild ist jetzt ganz hässlich. Oh, Sula, ich glaube, Bings Regenbogen hat auch da auf dein Ohr geregnet. Das sollten wir besser schnell abwaschen. Ist gut. Warum regnet so viel Farbe runter, Flop? Tja, was glaubst du, woran es liegt? Oh, ich habe den Pinsel nicht abgestreift. Ja. Ich habe Sulas Baum zugetropft. Tja, da ist viel getropft und viel Farbe. Tut mir leid, Sula. Ich wollte deinen schönen Baum wirklich nicht verderben. Er ist ganz verspritzt und bäh! Und auch schön bunt. Oh, sieh doch mal. Wo kommen denn auf einmal all diese wunderschönen Blumen her? Wo denn? Ich sehe überhaupt keine Blumen. Oh, ich sehe sie. Guck mal, Sula, ich habe Blumen gemacht. Oh, die sind schön. Ich will auch welche machen. Oh, schöne Regenbogenblumen. Das sind sie. Regenbogenblumen. Patsch. Patsch. Nach dir, Amma. Danke, Flop. Oh, guck mal, wie schön dein Baum jetzt ist. Noch etwas mehr. Bing. Ich bin gleich fertig, Flop. Ich hole dir auch eine Karotte. Ist gut. Nein, auch nicht. Ah, ich hab eine. Die sieht total lecker aus. Oh. Ich wasche sie noch. Das ist gut.
Fertig! Alles in Ordnung, Bing? Ja, ich komme gleich. So, jetzt. Oh, stopp! Nicht rumrollen, Karotte. Lieg still. Oh, oh nein. Alles in Ordnung, Bing? Nein. Ich wollte dir ein Wasser mit Zitrone und Honig bringen. Und dann ist alles runtergefallen und... Sei nicht traurig, Bing. Das ist doch nicht so schlimm. Doch. Komm hoch. Wasch zuerst mal deine klebrigen Hände. Ich hatte dir eine so tolle Karotte ausgesucht. Das hast du. Und du hast es mir schön gemütlich gemacht. Aber du klingst immer noch komisch, Flop. Das stimmt. Wann geht es dir denn wieder besser? Tja, heute vielleicht nicht mehr. Aber vielleicht morgen. Ja, hoffentlich. Es gibt noch etwas, das du für mich tun könntest. Was denn? Etwas, das uns beiden gut tun wird. Eine Umarmung. Oh, ich kann ganz toll umarmen, Flop. Ja. Ruh dich aus, Flop. Ich mache es dir richtig schön gemütlich. Hier, ich gebe dir ein Kissen. Sich um Flop kümmern. Das ist Bings Ding. Und deshalb geht es Flop schon viel besser. Hallo, Ballonni. Guck mal, Flop. Wir spielen Hoppe Reiter. In der Tat. Doch, ich glaube nicht, dass Ballonni das Spiel mag. Doch, er mag es. Bing. Oh. Ist alles in Ordnung, Bing? Oh, das war zu laut. Wo ist Ballonni? Als ihr Hoppe Reiter gespielt habt, ist dein Ballon geplatzt. Hier. Das ist nicht Ballonni. Machst du bitte, dass er wieder groß wird? Das geht leider nicht, Bing. Er hat doch Peng gemacht. Ich will ihn wieder haben. Ach, das geht aber nicht, Bing. Er ist doch geplatzt. Und wenn ein Ballon erst mal Peng gemacht hat, dann kannst du ihn nicht mehr aufblasen. Egal, wie sehr du es versuchst. Kann ich ihn behalten? Natürlich. Was meinst du, wo sollen wir ihn aufheben, damit du ihn nicht vergisst? In meinem Mach's-gut-Karton. Oh ja, das ist prima. Ich hole den Mach's-gut-Karton. Keine Angst, Ballonni. Du wohnst ab jetzt im Mach's-gut-Karton. Bitte sehr. Oh, guck mal, all meine Mach's-gut-Sachen. Mach's gut, Ballonni. Mach's gut, Ballonni. Mal ein Bild von ihm, so wie er vor dem Platzen ausgesehen hat. Oh ja, ich male ihn hier hin. Mal auch sein Gesicht. Danke, Gilly. Dann lasst es euch mal schmecken. Also gut, Popsi, weiter geht's. Einen schönen Tag noch. Den werden wir haben. Danke, Gilly. Tschüss. Mach's gut, bald. Popsi. Tschüss. Bis bald, Popsi. Oh, oh, oh je. Meine Eiscreme. Oh. Oh nein. Kannst du es wieder reinfüllen? Oh. Das geht leider nicht, Bing. Oh. Sie liegt doch auf dem dreckigen Boden. Oh. Sieh mal. Oh, das tut mir so leid. Oh. Und jetzt ist Gilly weg. Und ich habe mich so auf mein Karotteneis gefreut. Und es war auch oberlecker. Und jetzt ist es dreckig und matschig. Na komm. Hier, hältst du den bitte mal kurz für mich? Ja. Die Soße tropft, Flop. Oh, dann leck sie besser schnell ab.
Ich habe kein Eis mehr. Und Gilly ist weg. Und jetzt habe ich gar nichts. Du hast noch die Eistüte. Und hast du nicht auch einen Früchtespieß? Aber das ist deiner, Flop. Möchtest du etwas davon abhaben? Was magst du am liebsten? Am liebsten hätte ich Banane. Kriegst du. Hier, ein Stück Banane. Banane. Willst du auch ein Stück Melone? Ja. Schmeckt's gut? Ja. Vielen Dank, Flop. Ananas schmeckt mir aber auch gut. Hier hast du ein Stück. Nun hast du eine leckere Früchtetüte. Stimmt. Bestens, oder? Die war oberlecker. Früchte in der Eistüte. Das ist Bings Ding. Früchte mit Ohren. Whee! Hier, bitteschön. Oh, Hoppity. Mama hat mich nicht gesehen. Nun, vielleicht hat sie dich nicht gehört, Bing. Oh, Hoppity sagt was. Oh, er möchte zu Mama und Hallo sagen. Na dann, nichts wie los. Hoppity, wusch. Und denk an den Hundehaufen. Flop, jetzt bin ich doch in den Hundehaufen getreten. So ein Pech. Hüpf darüber. Lass uns mal gucken. Hopp, hopp. Hopp, wenigstens ist Hoppity nicht in den Haufen getreten. Ein Glück. Bäh, das ist echt eklig. Nicht aufregen, Bing, ist halb so wild. Wir gehen zu Amma und waschen es da ab. Ist gut. Hallo, Amma. Amma, ich hab Kacke am Schuh. Oh, na, wer kommt denn da? Puh, das ist ja höchster Stinkalarm. Na, dann komm mal mit, Bing. Das werden wir gleich abwaschen. Sag mal, wo bist du denn so eilig hingerannt, dass du den Hundehaufen übersehen hast? Hoppity und ich haben dich von der Rutsche aus gesehen. Wir wollten schnell Hallo sagen. Verstehe. Dann sollten wir das nachholen, nicht wahr? Also, hallo, Bing. Hallo, Amma. Und denk an den Hundehaufen. Spiel zusammen, Bam! Wir sind eine Band! Ja! Bam. Ja, Bam! Gut so, das klingt wirklich wunderbar. Also gut, jetzt bin ich mit Trommeln dran. Nein, noch nicht, Bing. Oh, Bing! Oh, Bing! Oh. Na komm. Bing, du hast sie kaputt gemacht. Du hättest warten sollen. Kann ich mal sehen? Tut mir leid, Sula. Ich wollte sie nicht kaputt machen. Das war ein Missgeschick. Natürlich war es keine Absicht. Kannst du sie dann reparieren? Nein, leider nicht. Die Trommel muss in eine Werkstatt. Tja, heute können wir damit nicht mehr trommeln. Bing, deinetwegen kann ich nicht mehr trommeln. Ich geb dir die Rasseln. Na gut. Danke, Bing. Das war eine gute Idee, Bing. Bereit? Ja! Fangt an! Ja! 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 Wir können nicht trommeln. Stimmt. Stimmt das auch wirklich, Bing? Was hältst du davon? Aber das ist doch nur ein Koffer und keine Trommel. Nicht? Das ist eine Trommel. Das klingt doch bestens. Ich habe eine Koffertrommel. Ja. Bam, 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 bam. Bing hat eine Koffertrommel. Darf ich auch mal? Klar, wir können alle trommeln. Ich auch. Leg los, Amma. Los, los, los. Bam, bam. Bum, bum, bum. Hoppity. Oh.
je. Guck doch mal. Er ist ganz dreckig und patschnass. Keine Sorge, Bing. Das ist doch halb so wild. Er muss nur mal gewaschen werden. Aber nicht in der Waschmaschine. Das ist nichts für ihn. Das dreht sich viel zu sehr. Nein, nicht in der Waschmaschine. Er kann hier drin ein Bad nehmen. Ja, in Ordnung. Ich hole eine Schaumbadente. Ja, das ist eine gute Idee. Du holst die Schaumbadente und ich lasse sauberes, warmes Wasser in die Spüle. Keine Angst, Hoppity. Flop passt so lange auf dich auf. Ja, natürlich. Schaumbadente. Ich komme, Hoppity. Wir machen dich wieder sauber. Hier ist die Schaumbadente. Und jetzt, Hoppity, ein schaumiges Bad. Perfekt. Noch perfekter. Guck mal, Flop, er hat ein Schaumgesicht. Oh, ich seh's. Du musst dich auch hinter den Ohren waschen, Hoppity. Sauber? Ja, wieder sauber. Rubbel, 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 rubbel. Hoppity. Hoppity. Hier. Hä? Wo denn? Na, hier. Mein Kuchen. Oh, Bing. Oh, schnell. Wir legen ihn zurück. Oh, ist gut. Bleib stehen. Oh, nein. Ich glaube, das wird nichts, oh, Bing. Oh, nein. Er ist ganz kaputt. Was ist hier kaputt? Oh, nein. Der Kuchen sieht aber merkwürdig aus. Stimmt. Oh, was ist denn passiert? Wir wollten, dass Sula sich ihre Himbeere ansehen kann. Und dabei ist der Kuchen runtergerutscht. Und dann ist er kaputt gegangen. Ah. Und jetzt kommen doch gleich alle zu meiner Kuchenparty. Aber man kann doch keinen kaputten Kuchen essen. Nein, kann man nicht. Aber wieso kann man ihn denn nicht mehr essen? Was ist denn das Wichtigste an einem guten Kuchen? Er schmeckt oberlecker. Ja. Genau, er schmeckt oberlecker. Und? Habt ihr ihn schon probiert? Nein. Ich werde gleich mal kosten, wenn es euch recht ist. Lecker. Ah. Yum, yum. Oh, ich oberlecker bin. Und? Der schmeckt wirklich oberlecker. Guck mal, Sula, ich habe deine Himbeere gefunden. Oh, danke, Bing. Heute gibt es Kaputtkuchen. Kaputtkuchen für uns alle. Oh, ja. Ich tue den Kuchen auf die Teller und ihr zwei wascht eure klebrigen Finger. Ist gut. Wird gemacht. Oh, die sind schon fast wieder sauber. Klebefinger. Ah, da sind die anderen. Schnell, Sula, da kommen schon die anderen. Oh, ich komme. Hallo, Coco. Hallo, Flop. Hier, grüß dich, mein das Lieber. Hier ist mein Stück. Kaputtkuchen. Das ist Bings Ding. Und alle wollten davon haben. Platsch, platsch. Platsch, platsch. Hey, die hier ist noch viel platschiger. Blitz, platsch, blitz, platsch, ja! Oh, aber das ist die allergrößte Pfütze. Bing! Ja! Vorsicht! Oh! Oh! Bing, ich... Flop, das ist kalt. Oh. Geht es wieder, Bing? Ich bin überall nass. Wohl wahr. Wie ich sagte, sogar Riesen können nass werden. Du bist voller Matsch, Bing. Deine Schuhe sind voller Matsch. Und deine Latzhose ist auch ganz voll Matsch. Sogar an deinen Ohren ist Matsch. Das ist ein Fall für Amma. Ja? Sie macht nasse Riesen trocken. Das ist gut. Ich friere, Flop. Mm-hmm.
Was ist denn passiert? Ich bin ganz nass. Das ist furchtbar, Amma. Wir waren zwei Riesen. Mhm. Und dann hat Bing einen riesigen Platsch gemacht. Und das Wasser stand ihm bis hier oben. Oh. Ja, und jetzt hat er Marge an seinen Stiefeln und an seiner Hose und an den Ohren und überall. Oh, dann war die Pfütze für den kleinen Riesen wohl eine Nummer zu groß. Und jetzt ist er nass wie eine Katze. Aber bestimmt mag der Riese ein warmes Bad. Und ein kuscheliges Handtuch. Und dann einen leckeren, karottigen Riesenbagel. Oh ja, bitte. Halt. Riesenstiefel haben keinen Zutritt. Dreckige Gummistiefel bleiben draußen. Ist gut, sonst gibt's eine Riesensauerei. Platsch, platsch. Fertig? Ja. Och, Flop. Was ist? Kuscheldecke ist ganz nass. Ja, das ist wohl wahr. Mach sie trocken, Flop. Das geht leider nicht. Kuscheldecke hing im Klo und ist jetzt dreckig. Ich gehe doch nie ohne Kuscheldecke ins Bett. Ich weiß, Bing. Aber Kuscheldecke muss jetzt in die Waschmaschine. Nein, nicht! Ich wasche deine Decke, während du schläfst. Und morgen früh kriegst du sie wieder. Aber ich brauche Kuscheldecke jetzt. Ich muss sie im Bett haben zum Kuscheln. Ich weiß, Bing. Zum in den Schlaf kuscheln. Yep. Vielleicht teilt Hoppity ja seine Kuscheldecke mit dir. Die ist doch zu klein. Ja, sie ist klein. Wie fühlt sie sich denn an? Sie ist schön weich. Und riecht sie auch gut? Ja, sie riecht echt gut, Flop. Und ist sie auch wuschelig? Sie ist zwar nicht ganz so toll wie meine Kuscheldecke, aber sie ist auch wuschelig. Wuschelig genug zum ins Bett gehen? Ja. Aber nur für heute Nacht. Und morgen bekomme ich dann wieder meine Kuscheldecke. Natürlich. So, gebadet. Ja. Schlafanzug. Ja. Hoppity hat gewuscht. Ja. Zähne geputzt. Ja. Kuscheldecke. Ja. Noch was? Gute Nachtgeschichte. Ist gut. Huh?